liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed Unbound und wir machen weiter mit dem Lexi Remix. Ja, wenn ihr jetzt denkt, ja, da war mal was, genau, das ist das Rennen. Wen soll ich fahren? Anetschka hier, du rettest mich vor den scheiß Bullen, richtig? Wird klar, wo finde ich dich? Aber erstmal fahren wir die alle hier nach Hause. Ja, mit Lexhard Remix haben wir, wie gesagt, da das. Hey, ich bin's. Wollte mal hören, brauchst du irgendwas? Aufmunterung? Ich habe gestern einen tollen Film gesehen. Über ein Mädel aus einer anderen Dimension, die in unserer Dimension aufschlägt. Sie hat besondere Kräfte. Und die Regierung will diese Kräfte auch. Spoiler! Sie sind Echsenmenschen. Super. Jetzt muss ich den Film auch nicht mehr gucken. Du hast doch eh keine Zeit, um dir sowas anzugucken. Also tue ich dir damit einen Gefallen. Ich glaube, irgendwas war da. Den Film, irgendwas so ähnlich kenne ich, glaube ich, was. Nieder mit den Mächtigen. Vier Korb, vier Sterne. Den AMG-Schild, dachte ich. Keine Sorge, hab's im Griff. Deine Zuversicht in Ehren, aber wir werden sehen. Yep. Kann ich nicht über. Warte mal, wie weit ist denn das? Olle, das ist einfach quer durch die Stadt. Weißt du, du bist nicht die erste Fahrerin, die verfolgt wird. Dies sind dunkle Zeiten. Was ist passiert? Der ewige Streit zwischen Selbstausdruck und Vormut statt. Engstirniger Bullshit. Verstehe. Wo kann ich dich absetzen? Mein Safehouse. Kein Problem. Die Cops machen ganz schön Druck. Weil Stevenson ihre Hunde an der kurzen Leine hält. Wuff, wuff. Husch, husch. Lästige Hündchen. Stevenson ist echt mies, oder? Wie das lustige Mädchen sagt, vielleicht sollte das LPD die Kriminellen im Auge behalten, die diese Straßen beherrschen. Und nicht die, die schnell auf ihnen fahren. Ich kürze mir das ganze Ding ein bisschen ab, damit ich den Kopf. Ja, Hilfe. Du kannst schon fahren, oder? Ja, ja. Wie lange wohnst du schon hier? Immer ich. Weißt du, was ich an Lakeshore liebe? Es ist lebendig. Authentisch. Nie langweilig. Die Stadt? Die Stadt, ja. Aber diese Lebendigkeit kommt nicht vom Asphalt. Sie lebt durch ihre Bewohner. Durch unsere Community. Finde ich gut. Ich sag das nicht einfach so. Ich sag das, weil es die Wahrheit ist. Die Polizei hat keine Community. Ihre Stärke... Vielleicht habe ich da jetzt gewonnen. Na, es geht. ...liegt in der Angst. Und Angst setzt sich niemals durch. Durch die Berge. Stevenson hält sich für eine Ikone. Das schlagende Herz von Lakeshore. Sie gab uns ein Plakat. Ich färbte es rot. Ganz schön gewagt. Ich bin ihn entwischt. Und jetzt werde ich gesucht. Ich bin jetzt quasi auch berühmt. Und jeder einzelne Bulle will mich auf dem Silbertablett servieren. Aber wenn sie sich an mir mal nicht die Zähne ausbeißen wird. Fahren. Liebst du es? Lässt es dein Herz rasen? Ja, aber es geht nicht nur ums Fahren. Es ist die nächtliche Arbeit mit Rydell. Die Atmosphäre in der Werkstatt und all die wunderbaren Gerüche. Es ist dein Zuhause. Das Gefühl, irgendwo hinzugehören. In letzter Zeit fühle ich es mehr und mehr. Gut, klammer dich an dieses Gefühl. Lass dich davon antreiben. Hier, richtig? Ja. Meine Werkstatt mit all ihren wunderbar seltsamen Gerüchen. Du bist hier ebenfalls willkommen. Danke, Anetschka. Wir sind cool. Jetzt eine Community. Aber denk nicht, dass ich mich zurückhalte. Es gibt immer noch Rennen zu gewinnen. Mach's gut. So, die haben wir schon mal wirklich. So. Die haben wir jedenfalls. Und ich will immer noch das Rennen fahren. Da war nämlich noch irgendwas. Nämlich dieses Rennen hier. Hey, willst du zum Filmstar werden? Will doch jedes Kind, oder? Na, du bekommst jetzt deine Chance. Ein Filmproduzent will etwas Werbung für sein neuestes Projekt. Puh, wir wollen doch unseren Produzenten nicht enttäuschen, oder? Super. Wir haben einen weiten Weg vor uns und wenig Zeit. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist.
Wir nehmen jetzt jede Kohle mit, wir brauchen die 78.000, um den GTA aufzubauen. Und wie gesagt, nochmal. Wir haben Sichtkontakt zu dem gesuchten Bracer. Die Cops haben uns noch nicht auf dem Schirm. Oh, ich bin schwimmen gegangen. Nicht immer kann man abkürzen. Manchmal geht das auch ein bisschen schief. Ja, eigentlich wollten wir den Lakeshore Remix fahren. Wie gesagt, mit dem Rennen haben wir noch ein kleines bisschen was offen. Den haben wir auf mehreren Versuchen bisher noch nicht geschafft. Und das ist eigentlich so ein 3000er Rennen. Aber ich will es gerne irgendwann machen. Aber wenn mir 20.000er Zwischenfunken, die ich da bekommen könnte, für eine Lieferung oder was auch immer, nehme ich mit. Wie gesagt, wir wollen uns sonst GTA noch aufbauen. Da fehlt es 78.000. Und deswegen nehmen wir es mit. Firebird 77. Unbeschädigt 20.000. Lass mich raten, ich kann wieder Kopf von der Ende. Okay, Tess, ich hab den Wagen. Läuft der CB-Funk bei dir? CB-Funk? Du weißt, dass ich einen Pontiac fahre. Also. Kapier's nicht. Vergiss es. Sonderwagen hier. Wir nehmen die Verfolgung auf. Straßensperre in Position. Beenden wir es. Glück gehabt. Das wäre das erste Mal eine Verhaftung gewesen. Das wird immer schwerer mit dem Ziel mitzumachen. Keine Sorge. Das hätte das Auto schwer beschädigt. Oh. Zum Glück ist der Wagen geländetauglich. Was habe ich da hinter mir? Bitte? Muss ich den komischen Jeep, der doch hinter mir klebt, da mal weg machen, den Kopf sowieso. SWAT. So, der Kopf ist schon mal weg. Dranbleiben. Weitere Einheiten sind unterwegs. Scheiße. Ich hab den Körper. Mir geht der scheiß Kopf hier auf den Sinkel. Also das wird. C-Person, fährt wie mein halblinder Onkel! Zentrale hier, Verstärkung ist auf dem Weg. Shit, was hat's du erwischt? Wenn du dich mit dem Gesetz anlegst, gewinnt das Gesetz. Person bei Sieber Ski Resort verloren. Dreht jeden Stein in dieser Stadt um, bis ihr den Punk findet. So, ich hab den scheiß Kopf jetzt weg.
Was? Frage, haben wir doch immer eine Tankstelle, wäre schön. Mit Ansage. Also da habe ich 27.000 wieder auf der Hand. Scheiße. Oh, Glück gehabt. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt die Kopf wegbringen haben. Jetzt habe ich natürlich vorher im Dings keiner stehen. Ach, da war auch eine Tankstelle gewesen. Okay. Die wäre da gewesen. Ja, wir haben es auf jeden Fall. Wir haben es hinbekommen. Ne, warte mal, das Ziel ist da. Puh, was war eine Nummer? 20.000. Wir haben sogar mehr. Schwarz bei 15. Ne, 20.000. Hey, der Produktionsmanager hat angerufen. Der Produzent ist sehr zufrieden. Meint, alles für die Werbekampagne sieht super aus. Ist das gute PR, wenn mich die Polizei verfolgt? Aber wahrscheinlich mache ich deshalb diese Jobs für dich. Das ist perfekt. Es geht um einen Reboot von einem alten Film mit einem schlagfertigen Fahrer mit Schnurrbart, der vor den Bullen flieht. Ganz toll. Das braucht die Welt. Mehr Reboots. Was ist an diesem Remake denn falsch? Das ist jetzt dein 14. Job und anscheinend gefällt es dir immer noch, schnell durch die Gegend zu fahren. Bis dann, Tess. Speedy! Lust auf einen schnellen Job? Schon wieder? Nicht, Tess. Ist er wirklich schnell? Immer diese Kleingläubigen. Worum geht's? Einen Transport abschließen. Weiß nicht, was mit dem eigentlichen Fahrer ist. Das klingt einfach. Wo ist der Haken? Kein Haken. Du hast den Standort. Melde dich, wenn du... Wo steht denn die Karre? Ich war in Ordnung, ne? Die steht komplett am anderen Ende der Welt. Ah, die kriegt doch mal eine andere. Ich krieg die andere nochmal. Sorry. Ich sehe es. Ich meine, 15.000 ist viel Geld, aber ich habe keine Lust, um in die Stadt zu gucken. Ich habe jetzt nicht nochmal Bock, die halbe Stadt zu gucken. So, Wagen. Letzte Woche mussten wir den Laden fast dicht machen. Jetzt muss ich potenzielle Kunden ablehnen. So viel war in den ganzen letzten Jahren hier nicht los. Mein alter Herr wäre echt stolz.
So, jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Skyline wieder. Der jetzt, der fast, das wäre mein viertes Auto mittlerweile schon fast auf höchste Stufe. Jetzt brauche ich nämlich hier noch. Na, viel ist es nicht mehr, ne? Es ist, eigentlich sind es nur noch die 26.000. Dann habe ich das Auto hoch. Eigentlich sind es nur noch diese 26.000. Dann gehört das. Ist der Wagen. Warte mal, ich habe jetzt normales Fahrwerk drin. Weil ich ein super Fahrwerk drin habe. Wie stark der? Gut. 30 und. Warte mal. 35.000 brauche ich. Na, da sind sie wirklich die 35.000. Da wäre der Wagen soweit fertig. Das können wir in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Versuchen wir es zumindest. Dann haben wir vielleicht zwei Lieferungen, dann haben wir die Karre da hoch, vielleicht noch ein Rennen dabei. Und dann wäre der Skyline, oder beziehungsweise der Nissan GT-R, ist ja kein Skyline, wahrscheinlich schon bereit fürs Qualifying, für die Qualifikation. Dann können wir nämlich wahrscheinlich sogar schon anfangen, die 100.000 zusammenzufahren. Also vier Folgen wird es wahrscheinlich nicht werden. Mehr. Also eigentlich sind es vier bis sechs Lieferungen, je nachdem. Und den leider kriege ich ja nicht verkauft hier. Den behalten wir, den werden wir auch nicht nutzen. Weil ich ehrlich bin, Ich glaube, viel Optik werde ich in die Autos auch nicht reinstecken. Ich werde da wahrscheinlich eher auf Power gehen. So Wolf- und Schafspelz-mäßig. Gut. Ich bin dann wieder raus für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Um 18 Uhr. So liegt das wieder an Bound. Und ich genieße jetzt meinen Urlaub. Also die Folge raus, ist die Urlaub schon vorbei. Aber dann habe ich zumindest die Aufgabe durch mit dem Need for Speed. Und dann kann ich mich an meinen Projekten widmen, die noch so ausstehen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.